Ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Sigrid Kirsch, ich bin Musikerin und ich stelle Ihnen heute die Feeharfe vor. Ich bin hier auf einem Balkon nahe der bunten Maikäfersiedlung in München im Stadtteil Berg am Laim. Die Feeharfe ist in der Tat ein sehr außergewöhnliches Instrument. Ich verspreche Ihnen nicht zu viel, wenn ich behaupte, jeder, vom Kind bis zum Senior, kann auf diesem Instrument Musik machen. Und das ganz ohne musikalische Vorbildung, komplett ohne Notenkenntnisse. Die Feeharfe ist nach Hermann Fee benannt, einem fränkischen Landwirt. Er wollte seinem Sohn Andreas, der mit dem Down-Syndrom geboren worden war, ein Instrument an die Hand geben, das er spielen konnte. Das ging nicht von heute auf morgen. In einem jahrelangen, unermüdlichen Prozess des Experimentierens und immer wieder Erprobens durch Andreas entstand dieses Instrument in der Form, wie wir es heute kennen. Anhand eines Stückes möchte ich Ihnen nun erklären, wie man die Feeharfe spielt. Das sind Feeharfennoten. Wir beginnen oben und folgen der Linie bis nach unten, bis zum Ende. Jedes Mal, wenn wir einen schwarzen Punkt sehen, zupfen wir genau die darunter liegende Saite an. Wir brauchen dafür nur eine Hand, sogar nur einen Finger. Ich führe Ihnen das mal vor. Zu dem Zweck muss ich die Feeharfennoten zwischen den Holzkorpus und die Saiten legen. Ich beginne oben mit einem Finger. Und so weiter. Wenn Sie jetzt mit dieser einstimmigen Version schon sicher sind, wenn Sie sich da gut fühlen, dann drehen Sie das Blatt einfach um und finden auf der Rückseite eine zweistimmige Version. Wir spielen wieder rechts mit dem Finger unsere Melodiestimme wie auf der Rückseite. Für die linke Hand gibt es jetzt an manchen Stellen ein paar Begleittöne. Ich zeige es Ihnen. Die Feeharfe ist ein qualitativ sehr hochwertiges Instrument. Noch heute wird sie an ihrem Ursprungsort in Gülchsheim in der Nähe von Ochsenfurt erzeugt. Die Feeharfe finden Sie heute in Musikschulen, in Volkshochschulen und in Pfarrgemeinden. Es wird auf ihr in der Musiktherapie, in Altenheimen, in der Musikgeragogik, in der sozialen Arbeit und natürlich mit behinderten Menschen Musik gemacht. Ich freue mich, wenn ich Sie ermutigt hätte, die Feeharfe mal auszuprobieren. Ich darf Ihnen zum Schluss noch ein altes Reigenlied mit auf den Weg geben, passend zur Jahreszeit. Nun will der Lenz uns grüßen.